Markets on Air mit dem Schwerpunkt Medizintechnik, Fortschritt für das Leben. An diesem Tag hat Professor Jürgen Meixensperger wieder einen komplizierten Eingriff vor sich. Die Patientin hat einen Gehirntumor direkt unter der Oberfläche. Die OP wird 4 Stunden dauern. Der Chirurg arbeitet hauptsächlich mit der Hand, doch die Technik wird immer wichtiger. Computer liefern ihm Informationen zu, vom betroffenen Gehirnareal, vom Zustand der Patientin. Eine Datenflut, nicht immer leicht, den Überblick zu behalten. Auch deshalb hat der Neurochirurg an der Universitätsklinik in Leipzig ein Forschungsprojekt mit ins Leben gerufen. Im Versuchsoperationssaal liefert Meixensperger den Forschern Erfahrungen aus der Praxis. Ein Bedienungscomputer nah am Chirurgen, darum soll es gehen. Und darum, dass OP-Geräte verschiedener Hersteller miteinander kommunizieren und über eine zentrale Software bedient werden können. Dass man unterschiedliche Geräte, die man während der Operation notwendigerweise braucht, direkt durch den Operateur angesteuert werden können. Zum Beispiel eine Fräse, dass wir selber die Fräsgeschwindigkeit, die Fräsfrequenz steuern können. Zum Team gehören mehr als 30 Software-Ingenieure. ICAS heißt ihr Forschungsprojekt. Es wird mit staatlichen Geldern gefördert, bislang mit einem 2-stelligen Millionenbetrag. Profitieren sollen aber auch die Hersteller medizinischer Geräte. Wir entwickeln die Standards ja gemeinsam mit den Partnern aus der Industrie. Es ist nie eine gute Idee, das ohne Industriepartner zu tun. Am Ende ist das ein offener Standard, den jeder verwenden kann. Und das ärgert mich nicht, denn nur wenn es solche Standards gibt, kann man auch sinnvolle Mehrwertfunktionen darauf entwickeln. Auf diesem interaktiven Bedienungsbildschirm lassen die Ingenieure alle Daten der Maschinen zusammenfließen. Bei dem Test kommunizieren die Geräte nun miteinander. Ich glaube, dass die Zukunft der OP-Technik digital ist. Was man in heutigen Operationssaalen sieht, ist, dass viele Dinge tatsächlich softwaremäßig noch nicht sonderlich stark unterstützt sind, dass auch viele Medizingeräte tatsächlich von der Software noch nicht so weit sind, wie man das vielleicht in anderen Industriebereichen sieht. Ich denke, dass das in den nächsten Jahren immer mehr zunehmen wird. Die intelligente Software soll den Chirurgen künftig begleiten, ihm die Arbeit erleichtern und vermehrt auch Roboter wie dieser, der bei der Gehirn-OP die Pinzette reichen wird. Noch aber musste das Team ohne solche Hilfestellungen auskommen. Die Operation verlief erfolgreich. Gut 206 Milliarden Euro Umsatz werden Unternehmen 2020 weltweit im digitalen Gesundheitsmarkt machen. Das schätzt die Beratungsfirma Roland Berger. So steigen etwa die Investitionen in Firmen, die Medizin-Apps für Smartphones entwickeln. Sie können zum Beispiel die Herzfrequenz erfassen, erste Diagnosen erstellen und Besitzern den Arztbesuch empfehlen. Und elektronische Patientenakten könnten Behandlungen verbessern und die Kosten im Gesundheitssystem mittelfristig um Milliardenbeträge im zweistelligen Bereich senken. Rekord bei Investitionen. Chinesische Investoren haben 2017 eine neue Rekordsumme für Firmenübernahmen und Beteiligungen in Deutschland ausgegeben, etwa für einen Anteil an der Deutschen Bank. Die Zahl der Übernahmen ist im Vergleich zum Vorjahr zwar deutlich gesunken, doch gaben die Chinesen dafür mehr Geld aus als zuvor. 2015 belief sich die Summe noch auf 423 Millionen Euro. 2016 waren es bereits 8 Milliarden. Im vergangenen Jahr investierten die Chinesen dann 11,2 Milliarden Euro in deutsche Unternehmen. Deutschland gehört zu den Hauptzielländern der Chinesen in Europa vor Großbritannien. Für das kommende Jahr erwarten Experten, dass die Investitionen weiter anziehen. Neue Bereiche wie Infrastruktur, Lebensmittel, Pharma und Einzelhandel stehen dabei im Fokus der Chinesen in Europa. Ein Beispiel dafür sind auch die Berichte über eine mögliche Übernahme der Modehauskette C&A. Agrarschau in Berlin. Rund 400.000 Menschen haben in diesem Jahr die Internationale Grüne Woche in Berlin besucht, eine der weltgrößten Messen für Landwirtschaft sowie Nahrungs- und Genussmittel. 10 Tage lang boten mehr als 1.600 Aussteller aus 66 Ländern ihre Spezialitäten an. Im Blickpunkt von Branche und Besuchern standen in diesem Jahr auch Themen wie Digitalisierung und mehr Tierwohl. Deutschland konnte gleichzeitig einen neuen Rekord vermelden. Die Agrarexporte sind 2017 auf gut 78 Milliarden Euro gestiegen, ein Plus von knapp 4%. Deutschland bleibt damit drittgrößter Exporteur von Nahrungsmitteln, landwirtschaftlichen Produkten und Agrartechnik weltweit.
Deutsche Autobauer in den USA optimistisch. Auf der Detroit Motor Show zeigten sich die Vertreter der deutschen Autoindustrie im Januar zuversichtlich, in den USA wieder auf Erfolgskurs zu sein. Dies ist ein riesiger Markt. 17 Millionen Autos wurden letztes Jahr verkauft. Und wir sind stolz, dass wir von dem Kuchen auch ein gutes Stück abhaben können. Zum Beispiel BMW, ein Unternehmen, das sogar sagt, dass es in den USA am meisten produziert. 1000 Arbeitsplätze nicht nur in den eigenen US-Werken, sondern auch bei Lieferanten seien so gesichert. Auch Daimler setzt auf ein wachsendes Geschäft in den USA. Der Autobauer hat wie die meisten anderen gute Verkaufszahlen. Respekt für die deutsche Ingenieurskunst. Das deutsche Know-how ist nach wie vor sehr gut. VW ist zwar jetzt etwas angeschlagen, aber die Amerikaner kaufen dennoch gerne Porsche, BMW, Mercedes und wissen, dass das gute Autos sind. Wegen der boomenden Wirtschaft, der niedrigen Arbeitslosenrate und Donald Trumps Steuerreform erwarten deutsche Autohersteller ein weiteres Jahr mit steigenden Gewinnen in den USA. Bonn liegt im Westen Deutschlands. Mit knapp 325.000 Einwohnern gehört es zu den 20 größten Städten Deutschlands. Die Stadt am Rhein war bis 1999 Regierungssitz der Bundesrepublik. Seither haben hier nur noch 6 Bundesministerien ihren Dienstsitz. Dazu kommen 18 Organisationen der Vereinten Nationen, weswegen Bonn international gut vernetzt ist. Auch die beiden DAX-Unternehmen Deutsche Telekom und Deutsche Post DHL haben hier ihre Zentralen. Sie sind mit zusammen gut 32.000 Beschäftigten die größten Unternehmen am Standort. Zu den weiteren Firmen von überregionaler Bedeutung gehören die Genussmittelproduzenten Verporten und der Weingummihersteller Haribo. Daneben haben fast 16.000 mittelständische Unternehmen hier ihren Hauptsitz. Der Bonner Tourismus ist heute vor allem durch viele Kongresse geprägt. Aber auch die landschaftlich günstige Lage an Rhein und Siebengebirge zieht Gäste an. Und das war Markets on Air.